In deinem Wohnort gibt es kaum Einkaufsmöglichkeiten und jetzt hast du schon wieder den Bus verpasst und musst eine Stunde warten? Und das gerade hier, wo es keine Sitzgelegenheiten gibt. Am liebsten tätest es etwas dagegen da, aber du weißt et wie. Und ändert tut sich ja sowieso nichts. Wer soll schon auf die hören? Aber wer ist für die Probleme zuständig? Im Rathaus setzt der Gemeinderat die Aufgabe der Kommunalpolitik um. Aber auch du bist verantwortlich, denn du entscheidest mit, wer in der Gemeinderat gewählt wird. Stell dir mal vor, wie deine Stadt aussehen wird, wenn keiner Wähler gott. Fehlende Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt, kein Freibad, keine oder schlechte Bus- und Bahnverbindungen, sowie schlecht ausgestattete Schule wäre das Ergebnis. Damit das passiert, kannst du am 26. Mai bei der Kommunalwahl wählen. Gehen. Denn bloß wer wählt, kann Einfluss nehmen. Wähler darf übrigens jeder, der über 16 Jahre alt ist, die europäische Staatsbürgerschaft besitzt und seit mindestens drei Monaten in der Kommune gemeldet ist. Aber wie funktioniert es mit der Wähle bei der Kommunalwahl eigentlich? Hier siehst du ein paar Beispiele, wie du deine Stimme vergeben kannst. In dem Beispiel geht es, 10 Stimmen zu verteilen. Du kannst eine Liste als Ganzes ankreuzen, dann werden all deine Stimme auf die Kandidaten in der Liste verteilt. Du kannst deine Stimme aber auch anhäufen. Das heißt, dass du jedem Kandidierenden auf der Liste bis zu drei Stimmen geben kannst. Möglich ist aber auch, dass du deine Stimme auf die verschiedenen Liste verteilst oder Kandidierende von einer Liste auf die andere überträgst. Die Kandidierenden der verschiedenen Liste werden also vermischt. Du musst bloß aufpassen, insgesamt zu äh zu viele Stimmen zu vergeben. Wie viele Stimmen du insgesamt vergeben kannst, steht auf dem Stimmzettel. Mit deiner Wahl kannst du die für deine Interesse einsetzen und deinen Alltag vor Ort mitgestalte. Lass deine Stimme et verloren gehen und beteilige dich an der Kommunalwahl. Denn auf deine Stimme kommt es an. Deshalb et vergesse, am 26. Mai zwischen 8 und 18 Uhr wähle